Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um dir mit mir zusammen eine Uhr anzuschauen. Oft ist es ja so, dass ich mir überlege, was könnte ich zeigen, welche Uhren habe ich verfügbar, wie komme ich an eine Uhr, wer kann mir eine geben, wen kann ich anschreiben. Heute ist es so, dass ein Zuschauer mir gesagt hat, zeig mir doch mal oder zeig uns doch mal diese Uhr. Und es geht dabei um dieses kleine Stück hier. Diese Uhr, die normalerweise da oben irgendwo an der Wand hängt, also da oben an der Wand. Und um diese Uhr geht es in meinem Video heute. Tja, also nichts für den Arm, sondern etwas für die Wand. Lasst euch überraschen. So, dieses Setting hier ist in der Tat sehr, sehr außergewöhnlich, weil mein Stativ zu niedrig war, um diese Uhr auf meinem Schreibtisch abzufilmen. Also habe ich mir was einfallen lassen müssen. Hier seht ihr ein iPhone, das ist die Fernsteuerung für die Kamera da oben. Und da kann ich dann auch sehen, was ich euch zeige und das alles im Bild ist. Es geht um diese Uhr, das ist die Wanduhr von Sinn im Stile der 857. Allerdings ist dieser Drehring hier nicht drehbar, das heißt, das ist ein starrer Ring. Was ihr ganz gut sehen könnt, ist, dass die Sekunde nicht springt, sondern eine fließende Sekunde ist und das Ganze, obwohl es sich hierbei um eine Quarzuhr handelt. Könnt ihr da das Quarzwerk sehen und die Batterie? Ich denke, ja, das ist gut zu sehen. Finde ich also wirklich klasse gemacht, dass hier ein Sekundenzeiger realisiert ist, der aussieht, als wäre er von einem mechanischen Werk angetrieben. Die Uhr ist eine Funkuhr, das heißt, sie stellt sich automatisch und muss nicht von der Hand gestellt werden, kann aber von der Hand gestellt werden. Dafür gibt es hier die beiden blauen Knöpfe. Ich gehe auch dafür noch mal näher an die Kamera ran. Jetzt bin ich etwas aus dem Licht raus. Über der Batterie sind zwei blaue Knöpfe. Mit diesen kann die Uhr dann auch manuell gestellt werden, wenn man keinen Funkempfang hat. Blöderweise gibt es für diese Uhr unterschiedliche Angaben, was die Größe betrifft. Auf der Sinnseite ist einmal ein Durchmesser von 297 mm angegeben. An anderer Stelle sind angegeben 32,25 cm, liegen also rund 5 cm dazwischen. Ich vermute, dass es sich dabei um die Lünette handelt. Was ich ebenfalls wirklich gut finde, ist, dass hier auf der Frontseite nicht irgendwie Billiges verbaut wurde, sondern es ist ein Mineralglas. Ein Saphirglas muss es nun wirklich nicht sein. Es ist ein Mineralglas und das ist zweifach entspiegelt. Finde ich also auch wirklich gut. Und jetzt muss ich mal ein kleines bisschen tricksen, ob man das sieht. Ja, ich glaube, es kommt rüber. Die Reo, also der Innenrand, ist ein mattiertes Stahlband, auch aufwendig gemacht, nicht einfach nur reingesetzt, sondern wirklich mattiert, wie auch die gesamte Uhr ein Edelstahlgehäuse hat. Und man merkt es auch am Gewicht, also sie ist nicht bombenschwer, aber sie wirkt auch in keinster Weise fuppig oder leicht. Was ich ebenfalls wirklich klasse finde, ist die Tatsache, dass die Uhr beleuchtet ist. Und auch das zeige ich euch. So, jetzt habe ich hier meine Taschenlampe, mit der ich normalerweise meine Armbanduhren anleuchte. Und jetzt geht es also hier auf die Wanduhr. Noch ganz kurz die Beleuchtung, die automatische Beleuchtung ausstellen. Und jetzt gucken wir mal, wie die Uhr sich
nachts macht. Dafür mache ich meine Videoleuchten aus. Und ihr könnt sehen, die Uhr leuchtet tatsächlich nachts und nicht ganz so lange wie die Armbanduhren, aber absolut ausreichend hell, um sie auch in einem ganz dunklen Zimmer lange ablesen zu können. Finde ich richtig klasse, macht mir sehr viel Spaß. Und das, jetzt müssen wir gucken, dass wir das Licht ankriegen. Da haben wir das erste Licht an. Da haben wir das zweite Licht an. Ja, und das Ganze für einen Preis von unter 300 Euro finde ich richtig, richtig gut. Wasserdichtigkeit müssen wir uns natürlich bei der Uhr überhaupt keine Gedanken drum machen. Völlig irrelevant. Angetrieben wird sie von einer AA-Batterie, wie ihr gesehen habt. Und ja, eine wunderschöne Sache für jemanden, der Sinn mag, der einen Platz an der Wand hat und bereit ist, das Geld für diese Uhr auszugeben. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ihr von der Uhr haltet, wie ihr das findet, ob ihr diese Art von Uhren auch mögt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, ob ihr mehr davon sehen möchtet, wobei Sinn hat natürlich nur die eine Wanduhr. Bleibt gesund, bleibt mir treu und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.